Ein Leben ohne To-Do-Listen ist machbar, aber sinnlos? Dem kann ich so nicht zustimmen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Angela Ludwig. Ich bin Professional Organizer und Ordnungscoach aus Leidenschaft. Auf diesem Kanal dreht sich alles rund um die Themen Ordnung und Organisation. Und heute möchte ich euch einen ganz kleinen Küchentipp auf dem Weg von der Kaffeemaschine zurück an meinen Arbeitsplatz zum Thema To-Do-Listen geben. Und zwar, ja, ich habe eine To-Do-Liste auf meinem Handy, die mit meinem Internetbrowser gekoppelt ist. Und auf dieser To-Do-Liste stehen nur Sachen, die so Wochen oder Monate Zeit haben, damit ich es einfach nicht vergesse. Und für alle anderen Dinge, alle täglichen Dinge, alle Sachen, die ich einkaufen muss, alle Aufgaben, die ich erledigen muss, gestehe ich, habe ich keine To-Do-Liste. Warum? Erstens bin ich der Meinung, trainiert es mein Gehirn. Weil ja, natürlich, wenn ich das auf eine Liste schreibe, dann ist es so raus aus dem Hirn, rauf aufs Papier. Heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass man sich dann besser daran erinnern kann. Das heißt, man schleppt dann so eine To-Do-Liste mit rum und vor allem, man muss die ganze Zeit dran denken, oh, ich muss noch auf meine Liste gucken, ob ich nicht was vergessen habe. Ganz ehrlich, diese 5 Gedanken kann ich mir sparen, dann kann ich mir auch gleich merken, oh, ich wollte heute noch einkaufen gehen. Dann versuche ich, solche Aufgaben zu koppeln mit Ereignissen. Das heißt, ich weiß, aha, wenn ich nachher zum Spaziergang in den Wald gehe, dann weiß ich ganz genau, nehme ich meinen Geldbeutel mit, weil ich hinterher noch zum Supermarkt fahren möchte, damit ich morgen ein Frühstück habe. Das muss ich mir nicht aufschreiben. Das heißt, ich lege mir den Geldbeutel nachher neben die Tür oder der liegt da schon. Und dann weiß ich, wenn ich rausgehe zu meinem Waldspaziergang, Dann fällt mir der Geldbeutel, ach ja, stimmt, ich wollte ja nachher noch einkaufen gehen. Wenn der dann im Auto liegt, ach ja, ich wollte ja noch einkaufen gehen. Das ist mein Reminder, das ist meine To-Do-Liste. Wenn ich ins Badezimmer laufe, sehe ich, oh, der Schmutzwäschekorb ist voll, jetzt kann ich Wäsche waschen. Das muss ich mir nicht extra auf eine Liste schreiben. Also ja, das ist ein Thema, da gibt es 85.000 verschiedene Varianten. Ich habe früher auch mit einem To-Do-Listen-Buch gearbeitet, das heißt, da könnt ihr euch einfach für denjenigen, für den das hilfreicher ist, nehmt euch eine Kladde, so ein leeres Notizbuch und dann schreibt ihr da einfach alle Aufgaben rein, die ihr irgendwie in den nächsten Tagen oder heute oder wann erledigen wollt, damit die wenigstens mal gesammelt sind und nicht auf 25.000 verschiedenen Fresszetteln und Post-its und Notizzetteln rumfahren. Also wenn man mit To-Do-Listen arbeitet, dann am besten an einem gesammelten Ort. Aber wie gesagt, ich empfehle eigentlich, versucht mal 2-3 Tage wirklich ohne To-Do-Listen klarzukommen. Und ich persönlich finde, es entstresst ungemein, weil wenn ich jetzt sehen würde, was für heute noch alles auf meiner To-Do-Liste steht, da kriege ich ja jetzt schon Schnappatmung. Ich weiß insgemein, da stehen noch 5 wichtige Dinge drauf. Aber was heißt denn schon wichtig? Auch da, es geht wirklich darum, überlegt euch, was sind die Prios für jetzt und für heute? Und brauche ich die, muss ich die jetzt echt noch auf den Zettel schreiben? Schaffe ich es nicht mal, mir 3 Dinge zu merken? Und ganz ehrlich, mehr als 3 bis 5 Aufgaben solltet ihr euch für einen Tag sowieso nicht vornehmen. Also je nach Aufgabengröße. Aber das sind so Dinger, die Leute nehmen sich immer viel zu viel vor. Und dann fühlen sie sich frustriert, weil sie wieder was nicht geschafft haben. Ja, dann bleiben halt auch mal Sachen liegen, solange sie nicht absolut exorbitant wichtig sind. Und die Sachen, die exorbitant wichtig sind, ganz ehrlich, das wisst ihr. Ihr wisst, wenn heute irgendeine Frist abläuft. Ihr wisst, wenn eine Deadline abläuft. Ich habe ein Video zum Thema Kanban-Board gedreht. Das könnt ihr hier oben sehen. Ich verlinke das mal. Das ist auch eine Hilfe. Das ist sozusagen eine lebende To-Do-Liste. Da hängen die ganzen Rechnungen dran, die noch bezahlt werden müssen. Da hängen die ganzen Eintrittskarten, die man für irgendwelche Events besorgt hat. Und da die ganzen Einladungskarten. Das heißt, versucht ein bisschen die To-Do-Listen zu reduzieren. Versucht ein bisschen die Punkte darauf zu reduzieren. Und jetzt seht ihr, bevor mein Kaffee hier kalt wird, wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag. Priorisiert. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich immer über ein neues Abo. Viele liebe Grüße, eure Frau Ordnung.